Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. In Zeiten der Covid-19-Krise setzen wir uns damit auseinander, was kommt danach? So heißt auch diese kleine Serie, die wir seit Beginn der Krise digital aufnehmen und Ihnen zur Verfügung stellen. Vielleicht haben Sie es selber gesehen, wir sind schon weit über 1000 Zuseher und Zuseherinnen, die uns hier zuschauen und zuhören. Wie sind wir auf diese Idee gekommen? Worum geht es hier? Wir beschäftigen uns in der Robert-Jung-Bibliothek mit Büchern. Seit mehreren Jahrzehnten lesen wir Zukunftsbücher und fassen diese kompakt zusammen, damit die Diskussion über Zukunftsthemen möglichst vielen Menschen zugänglich wird. Diese Bücher sind Open Access für jedermann und jede Frau auf unserer Webseite prozukunft.org kompakt zusammengefasst nachzulesen. Nun, nachdem wir viele Zukunftsbücher gelesen haben, haben wir uns die Frage gestellt, welche Bücher sind besonders beeindruckend, wenn man sie jetzt in dieser Situation wieder aufschlägt. Und nicht nur wir stellen uns diese Frage, in welchen Büchern wir Bilder sahen, die jetzt relevant sind, sondern wir fragen auch Menschen, von denen wir sehr viel halten. Zu der Gruppe der Menschen, von denen wir sehr viel halten, gehört Denja Schwarz. Denja Schwarz ist eine junge Wissenschaftlerin an der RWTH Aachen und sie war die Gewinnerin des Nachwuchspreises für Zukunftsforschung. Sie gilt als eines der wichtigsten Talente im Bereich der Zukunftsforschung und hat eine sehr spannende Arbeit geschrieben zur zunehmenden Selbstvermessung im digitalen Zeitalter. Das bedeutet, wir werden immer genauer in den Aufzeichnungen über uns selbst, wir beobachten uns immer genauer und vielleicht reden wir genau über dieses Thema auch heutzutage, wenn wir uns überlegen, wie wir mit dieser neuen Situation einer Pandemie umgehen. Deswegen haben wir Denja Schwarz gefragt, an welches Buch muss sie zurzeit besonders denken, wenn sie diese Umstände erlebt? Schönen guten Morgen, liebe Denja. Ja, guten Morgen. Danke erstmal für die Einladung. Und ich habe als erstes an Juli C. gedacht, an Corpus Delicti, ein Prozess. Und vielleicht erzähle ich gleich mal, worum es dabei geht. Ja, okay. Also das handelt Mitte des 21. Jahrhunderts in Deutschland und es hat in der Vergangenheit offensichtlich etwas stattgefunden, weshalb es einen großen gesellschaftlichen Umbruch gab und der Staat nun das oberste Ziel hat, seinen Bürgern ein gesundes und langes Leben zu ermöglichen. Und das tut er mit allen möglichen Mitteln. Also jeder Einzelne wird überwacht und eine ungesunde Lebensweise ist unerwünscht. Also es ist eine Gesundheitsdiktatur, die auf einer gewissen Art der Vernunft und Logik fußt. Und diese wird Methode genannt. Die Protagonistin darin ist Mia Holl, eine Biologin, die absolut methodentreu ist, deren Bruder aber angeklagt wird wegen Mordes. Und es gibt DNA-Beweise, die sind sehr erdrückend im Sinne der Methode, die als unfehlbar gilt. Das ist etwas sehr Wichtiges für alle Beteiligten. Und dieser Bruder beteuert aber weiterhin seine Unschuld, was sehr ungewöhnlich ist bei so erdrückenden Beweisen. Und als er merkt, dass er keine Chance hat, in diesem Prozess Glauben zu finden, nimmt er sich mit Hilfe von Mia Holl, der Protagonistin, das Leben. Mia Holl ist zwar die Protagonistin, allerdings keine Heldin in dem Sinne, sondern sie wird dazu gemacht, weil sie durch den Glauben an ihren Bruder und ihren Glauben an diese Regierungsmethode in einen persönlichen Konflikt gerät, der sie dazu zwingt, gewisse Dinge zu hinterfragen. Und das führt auch dazu, dass sie ihren Berichtspflichten nicht nachkommt. Diese Berichtspflichten innerhalb dieser Methode sind, dass man mit Hilfe von Self-Tracking und Selbstvermessungstechnologien sich selbst überwacht. Und diese Werte aber, im Unterschied zu dem, was man heute selbst machen kann, werden zentral registriert und überprüft. Das heißt, wenn man da abweicht von der Norm, wird man im Zweifel vorgeladen. Und da Mia Holl ihre Ergebnisse nicht mehr berichtet, wird sie vorgeladen. Das ist erstmal relativ glimpflich, da sie so methodentreu ist, wird sie sehr nett behandelt dort und kriegt eine Chance, kann das alles zu Hause selbst nachholen und tut das aber nicht, weil sie ja weiterhin in diesem Konflikt ist. Sie wird dann beim Rauchen erwischt und das führt dann dazu, dass sie zum Gerichtsverfahren vorgeladen wird. Und in diesem Prozess
deckt Ihr Anwalt schlussendlich auf, dass Ihr Bruder wahrscheinlich vielleicht auch unschuldig sein könnte, da diese DNA-Beweise nicht so eindeutig sind, wie die Methode das gesagt hat. Somit wird also klar, dass diese Methode nicht unfehlbar ist, was sehr viele Prozesse in diesem Staat in Gang setzt. Der Staat kriegt Angst, dass er doch irgendwie vielleicht hinterfragt werden kann. Aber Mia Holl ist weiterhin nicht diese Heldin. Von daher sind da sehr viele verschiedene, nicht so klassisch dystopisch erzählte Erzählstränge drin, die einen zum Nachdenken anregen können. Es ist also eine gesellschaftskritische Dystopie, die in einem ganz netten Kriminalroman verpackt ist. Und darin geht es vornehmlich um Kontrolle, Überwachung und eben der Instrumentalisierung eines eigentlichen guten Ziels der Gesundheit für Machtzwecke. Was ja sehr beeindruckend ist bei diesem Buch von Julie C. ist allein schon das Faktum, dass das 2009 geschrieben wurde und wir durchaus eine relevante Entwicklung, technische Entwicklung der Überwachungsmöglichkeiten hatten seit 2009 und die Menschheit zurzeit sehr intensiv daran arbeitet, diese digitale Kontrolle, Schrägstrich Selbstkontrolle, gerade in diesen Wochen weiter auszubauen, weiterzuentwickeln. Ich glaube, der Bezug zur aktuellen Situation ist offensichtlich. Genau, das ist auch der Grund, warum ich darauf gekommen bin. Also das ist jetzt bei uns hier in Deutschland aktuell so, dass ja an dieser RKI-App viel diskutiert und gearbeitet wird. Wir da aber auf große Schwierigkeiten stoßen, weil das nicht so leicht umzusetzen ist hier wie vielleicht in anderen Ländern mit einer anderen Rechtslage. Aber dass das jetzt tatsächlich aus dem privaten Raum heraus, dieses Self-Tracking, in einen staatlichen hineingeht, das ist halt genau das, dieser vielleicht Paradigmenwechsel, werden Sie sehen, der mich da beschäftigt hat und der mich auch an dieses Buch erinnert hat. Deine Argumentation in deiner wissenschaftlichen Arbeit war ja, dass wir in einem langen Prozess sind, wo wir immer genauer uns selbst beobachten, immer genauer uns selbst beschreiben und das kombinierbar wäre mit einem Idealtypus von einem Selbst, der uns dann die Freiheit nehmen würde. Der gesunde Mensch, der normale Mensch, der sich richtig verhaltende Mensch, der richtig sprechende Mensch. Dem kommen wir in Richtung Überprüfung, dass das eingehalten wird, immer näher. Und eigentlich entspricht alles dem, was du immer schon argumentierst, dass das relativ rapide auf uns zusteuert, eine solche Situation. Ja und nein. Ich würde sagen, dass man da schon unterscheiden muss, in welcher Gesellschaft man sich jetzt befindet. Also man kann jetzt schon graduelle Unterschiede sehen in verschiedenen Gesellschaften, wenn man jetzt anfängt von dem Umgang mit Covid-19 in China, ist das schon ein völlig anderer als hier. Und ich denke auch, dass die Entwicklung hier nochmal eine andere, also ich hoffe auch für mich selber, nochmal eine andere sein wird. Aber ja, man kann schon diese Tendenz erkennen, weil diese Pflege um sich selbst, um seine eigene Gesundheit und dergleichen sind ja, wie kann man schon beschreiben, wie so ein quasi ethisches Projekt. Also und es ist eine ethische Pflicht, sich um sich selbst zu kümmern und seinen Lebensstil dementsprechend zu pflegen. Und dieses quasi ethische Projekt, was persönlich ist, ist jetzt gerade aber im Moment auch zu einer moralischen Verpflichtung in der Gesellschaft geworden, also in dieser Situation erst recht. Und dadurch ist Gesundheit jetzt mehr denn je eine Schnittmenge sehr vieler verschiedener Interessen und dadurch auch sehr kontrovers zu verstehen. Wir sind vielleicht so in einer Situation, wo wir ein bisschen beunruhigt sind. Normalerweise Demokratien waren wirtschaftlich erfolgreicher als Diktaturen. Das wird in Frage gestellt mit dem Aufstieg Chinas zum Beispiel. Was tun wir eigentlich, wenn autoritäre Systeme erfolgreicher sind bei der Herstellung von Gesundheit als freie Systeme? Das würde uns vor sehr dramatische Fragen stellen. Tatsächlich wäre das eine dramatische Frage, ja. Ich hoffe, dass ein System mit mehr Freiheit als, also dieser, was jetzt in Konkurrenz steht, ist dieser Sicherheitsgedanke gegenüber dem Freiheitsgedanken. Und in einer Demokratie haben wir mehr persönliche Freiheiten. Im Moment wird aber ja auch nach
dieser Sicherheit fast schon geschrien. Also wenn man das so in den Medien mal sich anschaut, das erinnert mich auch an diese Unfehlbarkeit, die von der Methode in dem Buch, die ja auch von allen erwünscht ist. Also man will gar nicht unbedingt den Beweis dafür bekommen, dass es doch nicht unfehlbar ist. Und das ist ja auch dieses Sicherheitsbedürfnis, was daraus spricht, dass so ein autoritäres System vielleicht auch irgendwie erwünscht ist. Und das sieht man auch daran, was ich persönlich gut finde, ist ja, dass die Expertise plötzlich eine sehr große Rolle spielt, sowohl in Medien als auch in der Politik als Beratung. Allerdings sieht man auch in dem Diskurs sehr deutlich, dass der Wunsch danach besteht, dass diese Expertise auch wirklich richtig sein muss. Die muss planbar sein und eben auch in die Zukunft hinein. Und dass das eben bei einer Pandemie nicht so der Fall ist, und gerade in der Demokratie viele Aushandlungsprozesse dann am Ende zu einem Ergebnis führen, das man vielleicht jetzt so direkt nicht versteht aus dem Ursprung heraus. Das ist, glaube ich, das, was im Moment zu sehr viel Unsicherheit auch führt in der Gesellschaft. Das Buch wirft ja die Frage auf, wie sehr wir uns auf Expertise verlassen, im Sinne von Verantwortung auch delegieren können. Und so die Geschichte der Expertise ist natürlich auch eine Geschichte der Katastrophen, wo immer eine offizielle wissenschaftliche Wahrheit sich als verheerend herausgestellt hat. Genau, ja, das ist richtig, dass es erst dann in dem Moment dann kommt, ja. Würdest du sagen, man kann in dieser Situation das neue Buch von Julie C. lesen, ohne sehr unglücklich zu werden? Ich muss sagen, also für mich persönlich, das ist nicht mein Lieblingsbuch. Also es ist nicht das Buch, was einem Spaß macht zu lesen. Also es fordert einen schon irgendwie auch heraus. Es ist jetzt auch nicht vom Schreibstil etwas, was total eingehend ist. Aber insgesamt wird es der Thematik gerecht, auch dadurch. Also es ist kein einfaches Buch, aber dennoch, es ist keine klare Leseempfehlung, aber ich würde schon sagen, dass es einem hilft, viele Dinge gut zu hinterfragen, wobei man vorsichtig sein muss, dabei nicht in die dystopische Richtung zu sehr zu denken. Also ich sehe es eher als Anregung und als Reflexionsscheibe, als dass man das jetzt als Prädiktion sehen sollte, wohin es geht. Also weil es das definitiv einfach nicht ist. Es ist Fiktion, es ist zugespitzt. Aber es hilft, um gewisse Mechanismen vielleicht zu verstehen und auch Ängste zu verstehen, die jetzt gerade kursieren. Herzlichen Dank, Denia Schwarz. Denia Schwarz war heute bei uns zu Gast in der Serie Was kommt danach, wo wir darüber reden, welche Zukunftsbilder in der Literatur uns jetzt wieder in den Kopf kommen angesichts der Covid-19-Krise. Noch einmal unser Hinweis, als Robert-Jung-Bibliothek haben wir rund 5000 Zukunftsbücher kompakt zusammengefasst und die stehen Ihnen unter prozukunft.org jederzeit zur Verfügung. In diesem Sinne herzlichen Dank nochmal Denia Schwarz und ich wünsche uns allen friedliche Tage.